Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 3 Part 7. Jetzt geht's hier weiter. Also die Musik deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass wir es hier mit einem Bosskampf zu tun bekommen, ne? Und ja, dreimal dürft ihr raten, gegen wen wir da kämpfen müssen. Okay, locke ich euch erstmal runter und komme dann irgendwie dran vorbei. Weil ich möchte hier ungern Munition jetzt verschwenden. Jetzt nicht so förderlich. Mist, die laufen natürlich. Okay. Also sie verlieren relativ schnell die Aggro, muss ich mal sagen. Ups. Nein. Oh ja, geschafft. Cool. Irgendwie. Auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise. Wie es halt meine Art ist, ne? Stoß, oder ist er schon? Oh, da ist er. Setzt hier alles so ein bisschen unter Flammen. Das ist ja bloß eine Bauruine hier, also das heißt, es ist noch nicht sonderlich stabil. Also, man kann sich bald vorstellen, worauf das hier hinausläuft. Oder laufen wird. Okay, muss ich mich gedrückt halten. Super, rüber hier. Ba, ba, da, ba, ba, da, ba, ba. Oh, da ist er schon. Wir haben hochgesprungen, oder was? Oh, mit dem Tank kann der sogar springen. Der ist ja wie der mächtige Hulk. Mindestens genauso stark. Ja, ja, ist gut. Oh, Gott, ja. Nee, ist trotzdem. Mit seiner komischen Tentakel kann er sich überall hochziehen. So eine Mischung aus Tintenfisch und The Rock. Die hat sogar noch einen Flammenwerfer. Oh oh. Hä, wie kann es denn hier brennen? Das ist doch Metall. Also vielleicht nur Lackbeständen oder sowas. Rückstände, würde ich sagen. Oh, eine Sequenz. Na, das war ja klar. Sag ja, das stürzt bestimmt noch zusammen alles hier. Oh, weia, ey, Leute. Muss denn das sein? Okay. Hä? Ich hatte doch gerade erst gespeichert. Darf ich denn hier schon mal nochmal speichern? Abrissverzögerungsankündigung. Abrissverzögerungsankündigung. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte, inklusive der Generatoren zum Dach, ist markiert, der Zugang zum Gelände, ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Aha, okay, also das ist ein Generator auf jeden Fall auf dem Dach. So. Ups. Let's go, würde ich mal sagen. Ja, ich musste das übrigens nochmal machen, hier alles. Ich hatte schon, also bis hierhin war ich schon mal gekommen. Aber, ja, ist das Spiel mal wieder abgeschmiert, aber ich habe jetzt einen neuen Prozessor verbaut. Ups. Ja, ich hatte das Glück, noch einen Core. Du Scheiße. Ich hab ein Problem. Ah! Ey, wie soll ich dem denn hier entkommen? Oh, hier ist eine Kiste. Ja, ich habe irgendwie den letzten Core i7-870 ergattern können. Na, jetzt ist mein Inventar voll mal, ja. Na gut, dann nehme ich mir das noch auf, das Kraut hier. Na, vielleicht sollte ich erstmal die Laschenknochen verbrauchen hier. So. Irgendwie bewegt er sich hier relativ... Ah, langsam fort, aber da ist sein Feuer ist tätig. Oh, Moment, guck mal hier. Na, die konnte ich mitnehmen. Ich auch mitnehmen hier? Oh, ne. Oh, heiß, heiß, heiß. Aber nichts getan. Hat sie das jetzt mitgenommen? Cool. Ja, hier ist ein kleiner Generator. Na, komm mal her, Junge. Ups. Nachladen. Jo, das hat gesessen, aber das auch, ja. Oder? Nö, es hat nicht gesessen. Haha.
cool. Wo ist er denn jetzt? Oh, da. Nein. Oh, oh. Ich muss seinen komischen Tornister da um sich treffen. Seinen Tank. Oder? Ja, doch schon. Das ist ein gutes Zeichen. Ha! Jagen wir dich einfach in die Luft. Du Kreatur der Hölle. Oder aus dem Reagenzglas, besser gesagt. Das kann manchmal auch ein und dasselbe sein. Wie wir festgestellt haben. Oh oh, jetzt wird er schnell. Jetzt wird er böse. Na komm ruhig, Junge. Guck mal hier. Ich hab wieder. Oh, oh, ist er weit genug weg? Dran. Nah dran. Oh, 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 was macht der hier jetzt? Eine Flammenkaskade. Ich habe ihn wohl nicht getroffen. Aber ich glaube, ich kann das auch so schaffen. Oh, jetzt sind wir angeschlagen, okay. Ah, wie soll ich dich denn treffen? Ups. Da wieder so eine. Ah, sehr schnell. Der schätzt das. Eieiei. Ich schätze mal, das Feuer hier ist auch tödlich. Oder? Naja, es ist tödlich, aber. Yes. Getroffen. Oh, das blinkt so. Ah, okay. Das spratzelt nichts. Das heißt, ich muss jetzt mal abwarten. Ich hoffe mal, der. Ich meine, der Prozessor, den ich jetzt gekauft habe. Ups. Oh, jetzt sind wir auf Gefahr. Jetzt muss ich Energie tanken. Oh, da ist ja auch nochmal Muni. Okay, geil. Na, ich mach's doch lieber auf die Tour hier. Damit ich ihn erstmal stunne. Ja, das ist zwar gebraucht, aber ihr seht's ja. Ich habe neulich schon Kingdom Come. Das möchte ich natürlich unbedingt weiterzocken. Angespielt eine ganze Weile, das läuft butterweich jetzt, also boah, also kein Vergleich zu meinem alten Prozessor. Dabei sind die eigentlich aus einer Generation, bloß dass der jetzt hier auch Hyper-Threading hat. Und viele Spiele brauchen ja Threads heutzutage, ne? Brauchen mehr Threads und Kingdom Come Deliverance gehört halt auch dazu, zu diesen Spielen. Das macht sich wirklich sehr krass bemerkbar, also ist Wahnsinn. Also je mehr Kerne man hat, desto besser so langsam, würde ich sagen. Das macht sich da unglaublich bemerkbar. Ja, mein alter Core i 750, Core i 5, der hatte natürlich noch kein Hyper-Threading. Ganz im Gegensatz natürlich zu den Intel-Prozessoren der neuesten Generation, die haben das natürlich. Ich quatsche von Prozessoren, wenn man das harten Bosskampf ist, auch lustig. Aber ich bin begeistert, sag ich mal, von dem Teil, muss ich sagen. Obwohl der gebraucht ist. Komm hier, komm hier. Ich glaube, ich sollte mal eine andere Waffe nehmen. Boah, das leuchtet doch schon hier weißglühend auf. Oh, ich habe nicht mehr viel Muni. Ah, da ist aber noch. Ah, die wollte ich doch noch mitnehmen. Oh, scheiße. Es wieder aus. Na, jetzt komme ich da hin, oder? Hoffe ich mal. Ja. Schnell gegrabt. Sehr schön. Und da haben wir noch ein rotes Korn. Können wir das gleich mal mixen. Kombinieren. Bloß nicht benutzen. Oh, er macht doch wieder diese Flammenkaskade. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ja, komm. Boah, das. Nun, diesmal dauert es aber länger. Kommt es mir zumindest vor. Ja. Das war direkt hinter mir. Jetzt. Ja, das hat mich jetzt auch getroffen, aber. Boah, yes! Was, der lebt noch? Was ist das? Ist nicht euer Ernst, oder? Der ist noch fit, ja, erstaunlicherweise. Ich staune auch. Ah, schneller als Feuer. Scheiße.
Oh nein, oder? Ich bin tot. Okay. Ich bin tot. Krass. Ich kam da nicht mehr weg oder ja, bin zu früh ausgewichen. Kann man überhaupt zu früh ausweichen? Ja, anscheinend schon. Aber es lief doch erstmal ganz gut, fand ich so. Ne? Abgesehen mal von der Tatsache, dass er mich getroffen hat. Na, jetzt können wir es überspringen. Ne? Okay. Nehmen wir mal hier. Genau. So, noch kann ich nichts mitnehmen. Ah, jetzt hätte ich schon die Granaten greifen können. Ah, nee. So natürlich nicht. Jo. Ah, Ach, scheiße. Da bin ich jetzt nicht schnell genug weggekommen. Angeschlagen? Nein. Schlagen ist ganz gut. Hoffentlich ich kann damit trotzdem so ein bisschen Schaden anrichten. Die Distanz hin. Oh, scheiße. Ey, das ist... Flammenwerfer ist eigentlich keine Distanzwaffe. Ups. Aber gut, er hat halt einen Spezialflammenwerfer. Hängt wahrscheinlich auch mit dem Veteranen. Schwierigkeitsgrad zusammen hier. Ah! Ich wollte da null Munition nehmen, lass mich doch mal. Ja, aber gut damit. Verplempert er auch seine Zeit. Die Zeit ist ja eher auf meiner Seite hier. Je länger er dafür benötigt, desto eher habe ich wieder einen aktiven Generator. Na also. Haha, hier sind zum Glück Hindernisse. Das Konzept ist klar, aber ich muss ihn mal versuchen. Ach, scheiße. Gut ausgewichen. Komm her, ja, hier bin ich. Ja, komm. Nee, der soll mal um die Ecke gehen. Das läuft da in die andere Richtung. Oh, jetzt macht er die Kaskade. Oh. Dann nicht mal in die andere Richtung, was soll's. Gleich die Munition grabben, yeah. Oh, das war jetzt doof, aber das war mitgestunt. Weg! Das war knapp. Aber er war zu langsam. Super. Ah, wir können hier verdammt schnell krepieren, ey. Das ist ja echt mal der Wahnsinn. Oh, jetzt ist er auch ein bisschen schneller. Flottenschritt ist. Rennt da auf uns zu. Eieiei, ist halt wieder ran, ne? Also da kann man wirklich sehr schnell sterben. Na komm. Geht noch nicht. Noch eine Runde drehen. Jetzt bleibt mir alles übrig. Oh, hier ist ja auch noch was. Achso, die hatte ich glaube ich schon mal geplündert, oder? Ja, Granaten. Sehr geil. Die will ich mir noch ein bisschen aufsparen. Die letzte Phase. Ah. Wo ist er denn? Nein, Kaskade. Oh, scheiße, auch nicht gut. Ah! Scheiße, das habe ich nicht an. Gleich auf Gefahr, ey. Ah! Okay, ich sollte die Pflanze einsammeln. Jetzt bin ich hier schneller weg. Als gedacht. Okay. Boah.
Komm. Ah, scheiße. Moment, stopp. Okay, eins. Komm, schnell. Komm, nochmal. Ah! Oh nein, nicht. Ich will nicht sterben. Wow. Nein! Ah! Och Mann, das sah so gut aus. Ey, was hält denn der aus? Ey, ist ja Wahnsinn. Aber ich glaube, mein Plan geht so weit auf, dass ich das so schaffen kann. Boah, aber der ist heftig. Der ist wirklich krass, wie schnell man da stirbt. Na, ich hätte einfach mal die Q-Taste, ne? Die muss ich wirklich benutzen. Also sprich, um mich schnell umzudrehen. So, jetzt sammeln wir mal zunächst die Granaten ein. Die sind ja doch vielleicht nützlich, weiß nicht. Also ich habe da alles verballert, was man verballern kann auf den. Aber somit haben wir noch die Granaten bis zum Schluss. Das ist natürlich ganz cool. Ja, ja, hier ist er noch langsam. Gut, da können wir eigentlich direkt dahin. Lass mich gar nicht lange aufhalten hier. Können wir nur alles einsammeln. Ach, super. Ah, ich sag's noch. Nee, aber wir sind noch gesund. Ihr macht auch weniger Schaden in der ersten Phase. Na, komm her hier. Ey, nein. Nicht deine Flammen, du persönlich. Muss herkommen. Ah, so ein kleiner Grafikbug. Da sieht man so aus, als kämen die Flammen da durch. Komm mal her hier. Guck mal, hier bin ich. Wow. Haben wir ihn. Komm, schneller. Ich glaube, das war ganz gut. Können wir die Flammenkristalle. Ich glaube, das kann ich mir auch zunutze machen, ne? Wenn er das macht. Ey, der nimmt natürlich gar keinen Schaden durch die Flammen. Ah, nicht mal ansatzweise. Ja, ja. Komm mal ruhig, Junge. Oh. Ah, so schnell. Komm, aktivier dich mal wieder. Oh, jetzt. Oh, das war zu knapp. Na, jetzt rennt er wieder zurück. Scheiße. Ah, hab ich die mitgenommen? Nein. Fuck. Die muss ich natürlich mitnehmen. Die Short-Muni. Weißt du, was das ist? Ja, das Kraut habe ich noch. Oh. Nein! Flimmert denn hier so grün? Scheiße. Ja, ist geil gemacht auf jeden Fall der Kampf, ne? Also richtig cool inszeniert. Ziemlich so lange dauern würde. Ah! Naja, das dauert zu lange. Ja. Muss noch mal weg. Ich höre dauernd einen Helikopter hier. Hört er den auch? Ah, jetzt hätte ich noch mal... ob man ihm auch Schaden zufügen kann in der Phase hier oder nur seinem Container. Nein. Oh. Ah, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Ah, ich mache hier doch mal einen Fehler, ey. Tödliche Fehler. Und direkt. Das ist fast ein Insta-Kill, ey. Krass.
Ach, jetzt hätte ich das Kraut einsammeln sollen. Na, dann nehme ich das hier erstmal mit. Oh, ey. Das hatten wir schon besser gehabt, ja. Schade. Das lief jetzt nicht so gut. Der war hier schon weißglühend in der Phase eigentlich. Schnell. Na, ich habe ja noch eine Granate dabei, sehe ich gerade. Ich kann nicht wirklich verwenden. Boah, das Ding ist doch schon weißglühend, oder? Na, nicht ganz. Da ist ein Flammen. Scheiße. Ich bin gar nicht dran vorbei. Die brauchen auch immer ein bisschen, bis die sich wieder auflösen, die Flammen hier. Ah, es geht aber. Es geht, ist okay. Ah, jetzt leuchtet's. Der Schrot hinten drauf. Komm. Ah. Yes. Okay. So, und ich gehe kurz ins Menü. Okay. Oh oh. Ja, der ist fitter denn je. Leider. Boah. Scheiße, ey. Was hält der Typ aus? Boah. Boah, der kann richtig gut ausweichen. Ausgewichen. Verdammt! Ja, jetzt ist der Generator, also kann ich ihn vielleicht kurz nochmal stoppen. Oh ey, was hält denn der noch aus? Es ist doch krank, ey. Komm nochmal! Es ist nicht wahr. Oh, scheiße. Och, nicht doch. Oh, scheiße. Irgendwie noch weggekommen. Ich glaube, ich muss hier relativ nah den Teilen hier vorbeirennen. Und stapeln. Boah. Der ist jetzt halt noch schneller unterwegs, ne? Mal das mal machen. Ah! Ah, das Ding ist immer noch nie an. Boah, es ist spannend, ey. Also geil gemacht ist es ja. Geh weg, Feuer. Ja, es bratzelt. Komm, nochmal. Oh, das. War das jetzt erstmal? Fürs Erste? Boah, ey. Heftig, der Fight. Wow. Der war echt hart. Oh Mann, das waren ja einige Versuche. Ein sehr turbulenter Kampf. Was, drei Versuche?
ist okay, würde ich mal sagen. Also angesichts der Tatsache, dass man da fast schon insta-tot ist, wenn er einen trifft, ne? Also, ja, ist in Ordnung. Ja, aber ich würde erstmal Schluss machen an der Stelle. Nach diesem heftigen Bosskampf brauche ich erstmal ein kleines Päuschen. Also dann, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, Leute. Ich wünsche euch was und bis dann.